Trainer, inwieweit entsprach die Leistung des Gegners am Sonntag nicht wirklich dem Tabellenplatz, sodass man sich auch über den 1:0-Sieg am Ende sehr freuen musste und durfte? Ja, weil wir wissen, dass in der dritten Liga im Endeffekt die Tabellenplätze völlig uninteressant sind. Ja, wir haben eine Woche vorher gesehen, dass unter Haching Dynamo Dresden 2:0 zu Hause verdient geschlagen hat. Haching ist eine spielstarke Mannschaft. Das ist auch schon bekannt aus den letzten Jahren. Und sie haben dieses Jahr andere Probleme als das Fußballerische. Und deswegen stehen sie eben jetzt weiter hinten. Aber wir wussten, dass es eine unglaublich schwierige Begegnung ist zu Hause. Wir waren froh, dass wir das Spiel gegen Metten oder in Metten gewonnen haben. Haben jetzt die Aufgabe unter Haching erledigt und stehen jetzt vor der nächsten schweren Aufgabe. In den letzten beiden Spielen stand Lukas Brumme jeweils in der Startelf. Er ist im Winter neu dazugekommen. Die dritte Liga ist für ihn Neuland. Wie siehst du ihn und seine Entwicklung? Ja, hat sich natürlich toll entwickelt bis jetzt. Er hat sehr, sehr viele Einsatzzeiten auch schon gehabt. Hat auch immer wieder mal den einen oder anderen Ausschlag nach oben, aber es ist noch viel Luft. Ja, er muss noch viel dazulernen, muss sich noch weiterentwickeln, muss körperlich noch zulegen, ja, weil er da einfach auch von der körperlichen Robustheit her noch ein bisschen Aufholbedarf hat. Ihm fehlt noch so ein bisschen dieser Knotenlöser, dieses Tor, das vielleicht mal reinrutscht oder auch eine klasse Vorlage. Er war jetzt mehrmals in einer guten Position, hat auch immer wieder mal eine gute Hereingabe gehabt, dann haben wir es nicht verwertet oder hat bei der Hereingabe die falsche Entscheidung getroffen. Ich glaube, dass das wichtig ist für ihn, einfach so einen Knotenlöser zu haben. Er ist auf einem guten Weg, hat aber noch viel vor sich. Die Personalsituation ist in den englischen Wochen immer ein ganz besonderes Thema. Auch wenn es dann jetzt mit jeweils einmal 10 und einmal 9 Ausfällen Siege gab, gibt es denn trotzdem Hoffnung auf eine zumindest leichte Entspannung in der Personalsituation am Mittwoch? Ja, also Johannes Wurz ist seit 2-3 Tagen schon im Training. Er hat letzte Woche schon die ersten Gehversuche wieder gemacht, beziehungsweise individuell trainiert und jetzt eben auch volles Mannschaftstraining absolviert und ist sicherlich auch ein Thema schon für den Mittwoch. Dann blicken wir auf den Mittwoch. Gegner ist Hansa Rostock. Wie schätzt du den Gegner derzeit ein? Im Hinspiel gab es ja einen zu dem Zeitpunkt vielleicht für den einen oder anderen Moderator überraschenden Sieg. Wie schätzt du die Mannschaft ein? Ja, Rostock ist die absolute Top-Team jetzt in der Liga im Moment. Nicht nur, weil sie jetzt Tabellenführer sind, sondern weil sie eben auch in der Rückrunde eine klasse Punktquote oder Punkte geholt haben. Haben einen großen Abstand, was die Rückrundentabelle angeht. Das zeigt einfach, dass sie in der Top-Form sind. Ja, auch wenn die Spiele sicherlich immer auch in beide Richtungen hätten gehen können. Aber sie haben eben dieses Quäntchen auf ihrer Seite, diese Mentalität, diese Spiele zu ziehen. Und wenn sie in Führung sind, sind sie ganz, ganz schwer, dann eben auch nochmal aus der Bahn zu werfen. Und sie haben erfahrene Mannschaften, einen Trainer, der genau weiß, auf was es ankommt. Und deswegen sind sie sicherlich nicht zu Unrecht da oben. Ja, und es wird sicherlich ein harter Brocken für uns und einen harten Gegner, den wir natürlich trotzdem schlagen wollen. Wir wollen da hinfahren, wie es in der dritten Liga immer ist. Wir wollen alles raushauen, alles geben und versuchen, den Rostockern dann auf ihrem Weg ein Bein zu stellen. Wenn du die Eindrücke vom Hinspiel noch mal mitnimmst, was glaubst du, worauf wird es vielleicht besonders ankommen am Mittwoch? Ja, dass wir den Kampf auch annehmen, dass wir den Gegner auch bearbeiten, dass wir sie auch immer wieder beschäftigen, dass wir auf ihre Offensive aufpassen, dass wir es schaffen, ihre Defensive zu knacken, die natürlich auch hervorragend steht. Von der Gegentoranzahl sind sie da wirklich auch sehr, sehr gut drin. Und deswegen wissen wir, was für eine schwere Aufgabe auf uns zukommt. Ja, das ist die Top-Mannschaft der Liga, aber genau das ist die Herausforderung, auf die wir uns absolut freuen und die wir natürlich auch gerne annehmen. Dankeschön. Bitteschön.